Vierter Akt. Besichtigung 2. Ein offenes Loch in der Wand. Ich blicke hindurch. Die ersten Akteure sind auf dem Platz. Ihre braunen Rücken glänzen bereits vor Schweiß. Rund um die Pforte wimmelt es von leeren Bierflaschen. Eine Wanne wird in die Höhe gehoben und am falschen Platz niedergelassen. Ich höre Lärm. Maschinen fressen die Wiese samt Büschen und Bäumen weg. Widerstandslos stürzen alte Mauern ein. Dann höre ich das Klatschen der Akteure und sehe im Glas das Spiegelbild. Laute Rufe ertönen. Neues will erschaffen werden. Durch das Transistorradio scheppert Bob Dylan. Like a Rolling Stone, es geht voran. Offene Dächer, Räume voller Himmelslicht. Leitern führen zum Mond. F steht ganz oben. Dort, wo er jetzt steht, scheint zum letzten Mal die Sonne. Die Decke wächst, bis sie sich schließt. Es geht voran. Fünfter Akt. Aktion. A rührt Gips an. B sucht das Licht. C schlägt einen Nagel in die Wand. D flucht nicht. E pfeift mit Bobby. A klatscht Gips an die Wand. B stolpert über das Kabelgewirr. F steigt auf das Gerüst. D zündet sich eine an. F schaut in die Ferne. E pfeift nicht mehr, er sägt. A streicht im Rhythmus der Musik den Gips glatt. B sucht den Anfang. D öffnet ein Buch. D raucht. D zaubert Rauchringe in die Luft. A schaut seine vergipste Wand an. C schlägt einen zweiten Nagel in die Wand. B flucht noch immer. F schaut in die Ferne. A rührt erneut Gips an. B hat das Kabelgewirr entwirrt. D liest noch immer. D raucht nicht mehr. F schaut in die Ferne. E spaltet Holz. Das auf dem Hackblock geschmetterte Scheit fällt nach links und rechts. B hat das Licht gefunden. D liest jetzt ohne zu rauchen. F schaut in die Ferne. C hängt ein Schild an die Wand. D liest. B flucht nicht mehr. A ist zufrieden. E hält eine Axt hoch. D schließt das Buch. C wundert sich. C wundert sich über das Schild, das er an die Wand hängt. A wischt Gipsstaub weg. D legt das Buch beiseite und nimmt sich ein Bier. B spielt lautlos mit seinem Schatten. Pause.